Und wir haben Gerhard kennengelernt, der gerade in der kalten Jahreszeit den Obdachlosen gerne eine warme Suppe und ein Getränk spendiert. Da können sie sich ein bisschen aufwärmen. Und das tut sicher gut, wenn man ein bisschen was zurückgeben kann. Und jetzt kommt der Ernst. Für Ernst müsste es überhaupt keine armen Menschen geben. Er wüsste dies zu verhindern. Hier ist der Ernst. Ernst, viele Menschen erkennen dich wieder oder haben dich aus den Zeitungen wiedererkannt. Du bist der Einbrecherkönig des Landes. 30 Jahre, glaube ich, nicht ununterbrochen, aber bist du im Gefängnis gesessen, 30 Jahre deines Lebens. Und bestohlen hast du, der Robin Hood, nur die Reichen, gell? Ja, gestohlen habe ich eigentlich gar nichts, ja. Weil jeder müsste gleich viel verdienen oder gleich viel haben. Und ich habe mir eben das genommen, was die anderen zu viel haben, das, was wir eigentlich genommen haben, nicht? Langsam, müsstest du verstehen. Was haben da die genommen? Hast du die gekannt persönlich? Nein, wir sind, vielleicht sollte ich so anfangen. Ich komme aus einer Zeit, in der Österreich eines der ärmsten Länder der Welt war. Und in dem Gemeindebau, wo ich aufgewachsen bin, im 19. Nobelbezirk, hat kein Mensch was gehabt. Die Russen haben uns gegeben wurmige Erbsen. Allerdings, da habe ich noch gewohnt, im 20. Bezirk, in der russischen Zone. Und bei uns im Gemeindebau hat kein Mensch was gehabt. Meine Mutter zum Beispiel hat gesagt, einige haben Vorräte. Es bleibt mir nichts anderes über, als dass du da ein Vorrat stößt. Im ersten Bezirk arbeite und dort steht immer ein Vorrat, das nimmst du mit. Mhm. Das habe ich mir aber leider nicht getraut, nicht? 10 Jahre später ungefähr, oder 15 Jahre später, habe ich einen Einbruch gemacht mit meinem Freund und wir haben erbeutet in einem Elektrogeschäft 64.800 Schilling. Und sein Vater war bei der Polizei, ist dann allerdings weggegangen und der Vater, also er hat die Hälfte gekriegt und ich die Hälfte, also 31.000 Schilling. Ne? Ja. Und mein Vater hat mich dann getroffen und sagt, hey, stell dir vor, mein Bub kommt zu Hause mit 30.000 Schilling. Das ist so viel, wie ich in 2 Jahren verdiene. Bei uns in Gemeindebau und in der ganzen Umgebung war Stellen, wir haben nicht gestohlen. Wir haben sie genommen, zum Beispiel in Gärten in der Umgebung, da sind wir geschwind reingerannt, haben sie genommen Weintrauben und sind davor gerannt. Mhm. Wir sind auch damals in alte Häuser gegangen, nicht in alte, in zerbombte Häuser und haben sie Sachen mitgenommen. Nur ich war alt, was weiß ich, 10, 11, 12 Jahre oder 8 Jahre und ich habe mir genommen Stoffverfetten, also das, was man reingibt in bei einem Auto. Nicht? Die anderen, die schon älter waren, die haben Parfum mitgenommen und so Sachen. Nicht? Also wir haben nicht gestohlen, wir haben mitgenommen. Ja, das, was man gebraucht hat, ne? Ja. Aber wenn du zum Beispiel später dann in dein Haus gekommen bist, wo du gesehen hast, da wohnen eigentlich ärmere Leute, hast du da auch was mitgenommen? Nein, dann bin ich gegangen wieder, ist mir passiert einmal, wir sind wo reingekommen und haben mich fürchterlich geärgert. Ich habe gehabt einen Komplizen und der hat was mitgenommen. So, hörst du, was ist da? Die haben selber nichts. Ne? Mhm, ja, der hat das aber trotzdem mitgenommen. Ich kann aber nicht dort mit ihm zum Raffen anfangen. War ungeschickt, ja. Ja. Und du sagst, es dürfte gar keine reichen Menschen geben. In Wirklichkeit sollte jeder sozusagen gleich viel verdienen? Ja. Oder? Also du zum Beispiel wirst genauso viel verdienen wie der da oben, nicht? Mhm. Genau. Sozusagen, ich weiß ja, was der da oben jetzt macht oder gemacht hat, ja. Aber wenn wir jetzt vergleichen, zum Beispiel der Arzt, ja, der Chirurg, genauso viel wie die Kassiererin. Genau. Weil der Arzt, der Chirurg studiert um das Geld der Gemeinschaft. Und wenn es jetzt auch gibt Studiengebühren, ja, dann machen die nur einen ganz geringen Prozentsatz des Studiums aus. Ne? Mhm. Ich habe mir angeschaut, die Universitäten, was da alles an Kosten anfallen, an Maschinen, an Personal und so weiter. Das ist ja ein Bruchteil, was die zahlen.
Und du meinst, das, was er dann an Steuern so wieder zurückgibt dem Staat, das ist zu wenig, oder wie? Sondern... Es müsste jeder gleich viel haben, weil unsere Vorfahren, die haben ja nicht gearbeitet für die Reichen, sondern die haben geforscht, die haben entwickelt, die haben alles gemacht für die Nachkommen, ja? Eigentlich für sich, aber jeder stirbt einmal, ja, und die haben doch nicht geerbt, das für unsere Reichen, die sie jetzt alles unter den Nagel reißen. Und jetzt ist es anders, oder? Du hast jetzt genauso viele Menschen, die forschen, du hast genauso viele Menschen, die sich irgendwas aufbauen, die dann teilweise weitergeben, teilweise wie auch immer. Aber eigentlich sollte er, auch wenn er, weiß ich wie viele Stunden da reinbuttert, trotzdem gleich viel verdienen wie jemand, der ein bisschen arbeitet. Natürlich, ja. Mhm. Also ich kann das jetzt so richtig gar nicht glauben, was du sagst. Du kannst ja nicht sagen, du hast jetzt eingebrochen bei reichen Leuten. Wer bricht bei armen Leuten? Du musst einen kompletten Vogel haben. Klar breche ich bei reichen Leuten. Also das ist ja mal absoluter Schwachsinn. Ich verstehe das überhaupt nicht. Man kann doch nicht sagen, der Meier soll das Gleiche verdienen wie der Huber. Ärzte, sagst du, sollen das Gleiche verdienen wie Leute, die was null Ausbildung haben. Das heißt, wenn ich da jetzt den Boden aufwasche, was keine schlechte Tätige ist, bekomme ich das Gleiche wie ein Arzt, der was die volle Verantwortung hat. Ich weiß nicht, wie lange Ärzte arbeiten, aber ich denke mal, die werden so auch 15 Stunden haben. Und wenn der nach 15 Stunden jetzt schnell eine Not-OP reinkriegt und das noch immer voll konzentriert sein muss, soll der das Gleiche kriegen, wie der, was den Sessel hier anschrauft. Das ist, also das ist ein Blödsinn. Warum? Nein, bitte. Ja. Warum? Weil der unter Konzentration arbeiten muss, der Mensch. Der muss, was passiert, wenn der abrutscht jetzt mit seinem Schraubenzieher? Dann ist ein Loch im Boden drinnen. Und okay, das hat mir eine Psychiaterin, hat mir das erst gesagt. Wir haben ja Verantwortung. Ich sag, wann wird ein Psychiater, ein Arzt zur Verantwortung gezogen? Ja? Warum soll der mehr verdienen? Aber der muss sich ja ganz anders konzentrieren bei seiner Arbeit. Da kann ja was kaputt gehen, wenn der falsch herumschneidet. Okay, ein Bäcker muss sich nicht konzentrieren. Na, selbstverständlich muss der Bäcker ich konzentrieren. Ich habe noch warum soll ich weniger verdienen als Arzt. Weil du dir das ja aussuchen kannst. Wärst du Politiker geworden, dann kannst du das selber entscheiden. Bist du ein gescheiter Mensch, dann studierst du in der Zeit und dann wirst du Politiker, dann verdienst du gut. Das stimmt ja das nicht, das kann sich nicht jeder selbst entscheiden. Natürlich kann sich jeder selbst entscheiden. Ich hätte gern studiert, aber es ist zu meiner Zeit. Dann hättest du halt alles arbeiten müssen. Ich habe auch nicht studiert, ich wollte nicht studieren, aber seit meinem 20. Lebensjahr bin ich entweder in führenden Positionen tätig oder ich bin selbstständig, seit meinem 20. Lebensjahr. Und ich denke, es wird nicht viel Tage geben, wo ich nicht 365 Tage im Jahr arbeite und das 12 Stunden immer. Und dem, ja, da kannst du jetzt schauen, wenn du willst, das ist Tatsache. Es arbeitet doch jeder, wenn einer Pensionist ist, ja? Oder arbeitslos. Das stimmt doch nicht, dass der nichts arbeitet. Der passt auf das Kind auf, die machen alle was. Ja, aber es sind doch nicht alle Menschen gleich und Gott sei Dank sind sie das nicht. Ja klar, sollen sind nicht alle Menschen gleich, darum sollten sie alle gleich viel verdienen, nein, gleich viel kriegen. Und wenn einer nichts arbeitet, auch dann sollte er das Gleiche kriegen. Warum soll er unbedingt arbeiten? Der will eben nicht arbeiten, das wird sich doch ausgehen, dass der nichts arbeitet, der eine oder der andere. Nein, ja, ganz klar. Warum soll einer Milliarden haben? Weil er darum gearbeitet hat, weil er es gern hat. Stimmt doch nicht. Den, was ich jetzt denke, und wahrscheinlich die meisten, ja, der Österreicher ist und fliegt, ja, warum hat der Milliarden mit einem blöden Schmäh und der andere, der hakelt den ganzen Tag wahnsinnig viel und der kriegt nur 1.000 Euro im Monat. Nein, das stimmt nicht. Du darfst natürlich die Intelligenz von den Menschen, der was diese Marke da jetzt hat, nicht vergessen, weil es hilft nichts, ein Produkt am Markt zu bringen, weil das haben Tausende nach ihm und vor ihm schon probiert. Du musst besonders gutes Marketing haben, du musst ein ganz blitzgescheiter Mensch sein und du musst immer dahinter sein, dass du überhaupt weltweit so groß wirst. Und ich kann doch nicht sagen, der Herr soll das Gleiche verdienen wie, ich weiß jetzt nicht. Also ich glaub, unmöglich, unmöglich. Ich glaube nicht, dass das unbedingt Marketing ist, was er macht. Der hat halt ein riesen Krieg gehabt. Der hat eine Idee gehabt und auf einmal ist das weltweit. Ohne das was gemacht hat. Na klar hat er Glück gehabt, ja. Beinahe hat er arbeitet. Du warst 30 Jahre hinter Gittern. Das heißt, du hast durchaus, haben wir eigentlich alle durchaus dein Leben finanziert. Also
du bist dort gesessen, ich meine, selber schuld, dass du hinter der Gitter gesessen bist, aber eigentlich haben wir alle, beziehungsweise ich wahrscheinlich nicht, aber Ältere da, die haben gezahlt, dass du warm gehabt hast, ja, und der Obdachloser, der irgendwo in der Kötten sitzt, der hat nichts gehabt und der friert sich in den Arsch ab, auf gut Deutsch. Ich bin Bäcker, ich habe ja. Arbeit, 7 Jahre als Bäcker, ich habe mir ausgerechnet, ich hätte damals verdient 1 Million Schilling in den 7 Jahren, ja. Nach Hause gegangen bin ich mit 10.000 Euro. Du meinst, du hast schon der Gemeinschaft zurückgegeben, als du gearbeitet hast. Hast du ja auch bezahlt. Und dem, Die haben mich bestohlen. Die haben mich betrogen im Gefängnis. Na klar, ich hätte verdient im Monat schon mal 19.000 Schilling. Die haben mir gegeben, ich weiß nicht, 200 Schilling oder was im Monat. Und außerdem bist du rückfällig geworden, gell? 2012 oder wann war das? Ja, gut. Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Wieso bist du rückfällig geworden? Man kommt aus dem Gefängnis raus, hat kein Geld und was macht man jetzt am besten? Einbrechen, gesehen. Ja, na, ganz klar. Ne? nicht unbedingt einbrechen, man kann auch betrieben, man kann rauben und so weiter. Ja. Oder man kann als Sandler irgendwo gehen und dann geht man zu ihr oder zu ihm und holt sie Almosen. Wie lebst du heute? Heute kriege ich Mindestsicherung. Gut, soll man auch wieder. Bitte? Soll man ja wieder, der Mindestsicherung. Ich hab doch jede Menge gearbeitet. Jetzt hab ich gerade erklärt, ich hab 7 Jahre in Hesen als Bäcker gearbeitet und ich hätte verdient 1 Million Schilling. Von der 1 Million Schilling, ja, na, das ist ja bitte. Ich kann nur nicht glauben, dass du dich beschwerst, dass du als Bäcker 20 Schilling im Monat oder 200 Schilling im Monat verdient hast. Im Gefängnis. Das ist ja nicht ernst, dass du dich beschwerst und sagst, du hättest eigentlich wie viel, 1 Million verdienen müssen. Ein Gefängnis ist doch nicht da, dass man Geld kriegt. Ein Gefängnis ist doch da, dass man Strafe abzieht. Ernst, was könnten die Reichen machen? Also müssten sie quasi verpflichtet werden zu spenden? Weißt du, damit es mehr Gerechtigkeit gibt auf der Welt? Nein, es dürfte ja gar keine Reichen geben. Ja, aber die gibt es aber, das kann man nicht ändern. Ja, das ist eben falsch. Ja. Es müsste jeder gleich viel verdienen. Also alles Geld müsste in einen Topf kommen. Richtig. Und jeder müsste quasi von null beginnen. Richtig. Die Reichen brauchen nur die Türen offen lassen, da kann man das rausholen. Genau. Ja, freilich. Warum nicht, wenn jeder das nehmen. Ja. Das war halt richtig. Ja. Der Günther kommt jetzt. Der hat sich gedacht, ich hatte ein ausgefülltes Berufsleben, ein tolles Familienleben, Dach über dem Kopf, ist mir gut gegangen und in der Pension möchte ich es zurückgeben. Was er tut, werden wir jetzt von ihm erfahren. Hier ist der Günther.